Tomi Stipic, an dieser Stelle auch von unserer Seite noch herzlich willkommen bei GC. Du bist jetzt seit einer Woche ungefähr hier. Bist du schon angekommen? Ja, vielen Dank. Ja, so richtig angekommen noch nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft die letzten Tage sehr viel fokussiert und sehr viel Energie auch entzogen hat. Ich möchte gleich die Chance nutzen, um mich bei all den Leuten im Verein und um den Verein, die so das Team um das Team bilden, entschuldigen, weil sehr viel Zeit, wie gesagt, in die Mannschaft transportiert wurde. Und ich hoffe, in den nächsten Stunden und Tagen ich Zeit finden werde, dann auch mal auf ein Espresso dann auch mit jedem Einzelnen sich zu begegnen, dann auch auf Augenhöhe und dann einfach sich ein bisschen besser kennenzulernen, sich in die Augen zu gucken und einfach zu sagen, okay, lass uns zusammenhalten, ich bin der Neue lass uns die Mission erfolgreich gestalten. So wie am letzten Wochenende hat man GC schon lange nicht mehr rennen und kämpfen gesehen. Ist das der berühmte Effekt beim Trainerwechsel oder konntest du den Jungs schon eine zusätzliche Dosis Kampfgeist mit auf den Weg geben? Ja, ich denke, dass die Grundvoraussetzung oder das Fundament eines Spiels ist der Zusammenhalt, die Bereitschaft, alles zu geben, füreinander da zu sein. Das sind so Werte und Eigenschaften, ich glaube, die den Verein auch auszeichnen. Und die sollen auch irgendwo auch in der Mannschaft erkennbar sein. Und ich glaube, dass wir nichts Besonderes gemacht haben. Ich glaube, es geht einfach darum, ja, zusammenzustehen. Und jetzt ab der Woche arbeiten wir an Details, um noch torgefährlicher zu werden und um noch mehr Automatismen dann auf dem Platz zu sehen und mit und auch gegen den Ball, um noch mutiger zu werden. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, weil die Basis jetzt, glaube ich, geschaffen ist. Trotz seiner sehr engagierten Leistung hatte die Mannschaft dann eine bittere Niederlage zu verdauen. Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt letzten Samstag schon passiert ist. Ich habe das schon längst vergessen. Es wurde analysiert, ad acta gelegt. Wir gucken nicht nach links, gucken nicht nach rechts, geschweige denn nach hinten. Und wir sind wieder positiv, wir sind voller Tatendrang. Ja, wir werden die Woche gut arbeiten und ganz ehrlich, wenn man in der 95. Minute ist und es steht 0-0 gegen Tabellenführer, dann hat man die Erwartung an sich selbst, auch an das Team und auch an das gesamte Volk im Stadion, dass wir das Spiel dann gemeinsam dann oder zumindest nicht verlieren. Aber so wie wir das auch verloren haben in der 95. Minute, so glaube ich, habe ich die gesunde Erwartung und auch realistische Erwartung an uns, dass wir in 12 Spielen den Rückstand auch wettmachen können, den wir jetzt aktuell haben. Und also es ist alles realistisch und wir müssen geduldig bleiben und nicht den Kopf verlieren. Das heißt, das Herz ist aktuell sehr, sehr groß, aber der Kopf soll über das Herz herrschen und dann sind wir auf einem guten Weg. Bei deiner Vorstellung hat Präsident Anika gesagt, dass man sich für den richtigen Mann entschieden hat. Welche Qualitäten bringst du mit, die vielleicht besonders im Abstiegskampf gefragt sind? Ja, es ist schon schön, wenn der Präsident das sagt. Ich glaube, der hat sehr viel Menschenkenntnis, Erfahrung auf allen möglichen Gebieten und vielen Dank dafür auch. Ich glaube nicht, dass ich nur Erfahrung im Abstiegskampf mitbringe, sondern ich habe auch jahrelang im Nachwuchs gearbeitet, wo es um Entwicklung geht und nicht speziell um die Ergebnisse, sondern einfach selbstlos dann die Mannschaft zu coachen, zu entwickeln und auch mal Niederlagen zu schlucken, die wehtun, aber trotzdem dann im Sinne des Vereins zu arbeiten. Ich glaube, dass ich mich schnell adaptieren kann, dass ich schnell mit dem Volk, das ich wiederfinde, in den jeweiligen Vereinen dann auch eins werden kann. Ich glaube, dass ich mich mit der sehr schnell identifizieren kann, mit den Werten des Vereins und auch schnell näher zu der Mannschaft aufbauen kann. Ich bin ein Familienmensch, ich bin geradlinig, offen, ehrlich. Ich glaube, dass ich grundsätzlich nett bin, aber auch sehr, sehr konsequent. Ich kann auch schon mal eine Entscheidung treffen und ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich meine, ich glaube, dass ich einer aus dem Volk bin, der für Emotionen steht, Strategie, Nähe, Familie. Ich fühle mich pudelwohl hier. Am nächsten Samstag steht bereits die nächste wichtige Partie gegen den FC Sion an. Wie kommt GC im Wallis zu 3 Punkten? Ja, das heißt, wenn wir antreten am Wochenende, unabhängig vom Gegner, wollen wir das Spiel gewinnen. Und das wollten wir auch gegen IB. Und wir hatten ja die Torchancen dann auch aus dem Spiel heraus und ein paar Kontermöglichkeiten. Das heißt, wir wollen jetzt da, wo wir aufgehört haben gegen IB, gut verteidigen und wollen dann natürlich auch im Umkehrspiel dann auch mehr Zielstrebigkeit entwickeln, mehr Spieler in die torgefährlichen Räume bringen, mehr Mut ausstrahlen. Und dann glaube ich, ist das eine gesunde Mischung, die uns zum Erfolg bringen kann. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg.